Gestern noch in Stuttgart auf der Bühne, heute bei uns in Leonberg. Die Wise Guys, zu Deutsch die Schlaumeier. Und das heißt für mich 5 Jungs. Und eine Janine. Ich denke, wir sind so, einfach als Menschen sind wir so, dass wir gerne viel Spaß haben, gerne Harmonie haben, uns gut verstehen gerne und das auch meistens hinkriegen. Und aber eben auch ein bisschen Tiefgang haben wollen. Und wir haben auch nicht so eine hohe Fallhöhe. Wenn man sich selber irrsinnig ernst nimmt und total eitel auf der Bühne rumsteht, dann ist es viel komischer. Auch negativ komischer, wenn man sich vertut, als wenn man sich eh nicht so ernst nimmt. Also wir sind uns treu geblieben in dem, was wir gemacht haben. Wir haben uns nicht verbiegen lassen, aber wir waren auch frei genug, um zu sagen, wir probieren Sachen aus. Mhm. Auch wenn das auf Kosten von einigen Leuten geht, die sagen, das finde ich aber scheiße, ist egal. Wir sind uns treu geblieben, wir haben das gemacht, was wir machen wollten. Und ich glaube, deswegen stehen wir auch da, wo wir jetzt sind. Mhm. Glaubt jemand von euch an Gott oder an etwas, was mehr ist als wir sind, als wir Menschen? Ich komme aus einem sehr naturwissenschaftlichen Hintergrund. Ich habe selbst auch Biologie studiert. Ich habe trotzdem irgendwie diesen Glauben, dass es eine höhere Macht gibt, die irgendwo ja, was steuert. Und das, das ist für mich so der Glaube. Er zweifelt immer wieder die Schöpfungsgeschichte an. Das ist echt. Ich versuche es immer wieder. 7 Tage. Ja, das steht doch da nicht. Ich habe eine ganze Zeit lang evangelische Theologie studiert mit dem Ziel, Pfarrer zu werden und stehe auch der evangelischen Kirche nach wie vor nahe. Wir gehen auch hin, wenn es irgend klappt. Das ist, wie der Dan schon gesagt hat, gar nicht so einfach. Ich finde alle Religionen letzten Endes gleichwertig und alle haben ihren anderen Weg, um zu einem Ziel hinzuführen. Das ist so, wie ich sehe. Ja, das ist ein Projekt, wo Menschen quasi das Singen in die Schulen tragen wollen. Und Prima Canta geht eigentlich davon aus, dass jeder schon ein Instrument hat, nämlich seine Stimme. Die singen mit allen Kindern, gehen in die Schulen und singen also auch sehr kindgerecht. Es wird also nicht versucht, da jetzt irgendwas Tolles auf die Beine zu stellen, sondern das, was die Kinder machen wollen und was sie können, wird mit denen gesungen, auch in deren Stimmlage, damit die keine Angst davor haben. Ne? Und ihre manchmal doch sehr piepsigen Stimme da einfach zu singen und Spaß daran zu haben, sich selbst zu erleben. Ja, total. Und dann kann man das irgendwie in alle möglichen Variationen machen, zum Beispiel. Oder, wie heißt das Lied, Billie Jean, ne, mit Bass zusammen, das können auch viele, es geht dann. Genial. Also, aber es ist so, der Unterschied zur Band ist der, dass bei A Cappella, wenn man zu fünft singt, reicht es schon, wenn einer neben der Spur ist, dass das ganze Ding scheiße klingt. Ja. Butterfly ist im Moment auf jeden Fall und seit längerem eigentlich das wichtigste Projekt für uns, was wir unterstützen. Das ist ein Straßenkinderprojekt in Delhi, in Indien. Wir haben uns das Projekt vor knapp 8 Jahren auch selber anschauen können und waren absolut begeistert. Und wir suchen eben Leute, die bereit sind, 2 Euro im Monat zu spenden. Ich finde es ganz toll, ja. Also vor allen Dingen 2 Euro. Ja, genau, das kann sich sozusagen jeder leisten. Das ist die Idee von Miserio. Es spricht eben speziell auch Schüler und Studenten an, die viel auch auf unseren Konzerten sind. Und das funktioniert wirklich ganz, ganz toll. Wir sind da sehr, sehr dankbar für.